Nach diesem Kampf, wenn ich den Titel geholt habe, steht dem Kampf gegen Vemola natürlich nichts im Wege. Erster. Nikam som nechodil, nemal som žiaden voľný čas, trénoval som ráno, večer a fakt som všetko podriadoval len tomuto vrcholu. Von so Gegnern habe ich immer geträumt, gegen solche zu kämpfen. Und jetzt darf ich gegen solche Gegner kämpfen. Und das ist für mich, ja, ich freue mich schon. Einiges geändert. Ich bin zu Trainingscamp bei Keita, Lusain Keita. Er hat mir gezeigt, was ich genau jetzt in diesem Sport brauche. Weil jetzt genau ist eine andere Liga angesagt. Ja, die Geschichte von dem Gym ist, dass während der Corona-Zeit konnten wir nicht trainieren, nirgendwo. Haben draußen irgendwie am Feld trainiert und dann dieser Raum war frei und dann habe ich in den Gym reingemacht. Also wir befinden uns jetzt in der Vorbereitung für den Titelkampf in Oberhausen gegen Paavo Lange. Ich bin gut vorbereitet, meine Kondition ist auch gut. Und ja, heute ist das letzte Sparring-Finale. Performance-Test sozusagen. Alex ist definitiv in allen Aspekten deutlich besser als Lange. Er trainiert deutlich zielstrebiger, viel härter, viel intensiver. Sein kompletter Fokus ist auf diesen Kampf gelegt. Und ich weiß, dass er ihn vorzeitig finishen wird. Also dieser Kampf, dieser Titelkampf bei Octagon bedeutet alles für mich. Weil ich habe jetzt 12, 13 Jahre in dem Sport verbracht. Ich habe überall auf der Welt gekämpft. Und Octagon ist eine der größten Ligen jetzt weltweit. Und das bedeutet natürlich sehr, sehr viel, dort der Titelträger zu sein. Ich denke, Paavo Lange ist ein sehr zäher, tougher Gegner. Und der härteste Part an dem Kampf bin ich einfach selbst. Also ich muss für mich selbst performen. Und dann steht dem Sieger auch nichts im Weg. Nach diesem Kampf, wenn ich den Titel geholt habe, steht dem Kampf gegen Vemola natürlich nichts im Wege. Er ist der offizielle Titelträger, kann man so sagen. Und ich denke dann ein Title Unification Bout. Ich denke, dass der Kampf, ich schätze mal, zweite, dritte Runde durch K.O. enden wird. Alexander Popek je skúsený nemecký bojovník. Myslím si, že je to tvrdý bojovník, všestranný a očakávam z toho najmä tvrdý zápas. No a uvidíme, komu to nadeli trošku to športové šťastie. Tento zápas pre mňa od oznámenia znamená úplne všetko. Podriadil som tomu celé 10 týždňov svojho života a upínal som sa fakt na tú prípravu, aby bola svedomitá, plnohodnotná. Mal som kvalitných trénerov, kvalitných sparring partnerov a myslím, že budem kvalitne pripravený. Nikam som nechodil, nemal som žiaden voľný čas, trénoval som ráno, večer a fakt som všetko podriadoval len tomuto vrcholu. Keď by to vyšlo, tak vtedy môžem prísť s niečím ďalším, ale teraz sa sústredím len na Alexandra Popka, nikto iný pre mňa neexistuje. Bei meiner Mutter in der Gaststätte, die sie schon über 40 Jahre hat hier in Bopfing. Und jetzt mache ich mein Essen selber. Ich mache ein bisschen Salat, Thunfisch, Tomaten, Gurken, Radieschen, Ei und ein bisschen von der hausgemachten Salatsauce, aber nur ein bisschen, nicht zu viel. Weight Cut ist nichts Neues für mich. Ich habe das auch schon einige Male gemacht. Und mein Körper kennt es.
Ja, sollte schon professionell durchgeführt werden. Und es ist der erste Kampf gegen sich selber, der Weight Cut. Wassermelone, esse ich viel. Und ja, wir beide, oder? Du isst auch immer viel Wassermelone. Holen wir nachher noch eine. Ja, schon fertig mit Essen. Guck mal, Papa, ich habe neue Nageldesign. Ja, Melone essen wir immer gerne. Melone immer. Alles eigentlich, aber ja, nicht. Also nicht zu viel Pizza, nicht zu viel Döner, nicht zu viel Reis oder ja, alles in Maßen. Und Süßigkeiten. Und ab und zu mal Süßigkeiten, ja. Aber nicht zu viel. Ja. Erfahrung hat er mehr, natürlich. Wenn ich denke, 2017 hat Bojan in der UFC gegen Darren Till gekämpft. Und 2017 habe ich angefangen mit MMA zu kämpfen in Stuttgart, bei Age of Cage in einer kleinen Lagerhalle. Und das ist krank, das macht mich, das motiviert mich. Das ist, von so Gegnern habe ich immer geträumt, gegen solche zu kämpfen. Und jetzt darf ich gegen solche Gegner kämpfen. Und das ist für mich, ja, ich freue mich schon richtig. Ja, und das ist einfach real life Rocky Story. Dann, ja, irgendwann mal will ich auf jeden Fall ein Gym hier aufmachen. Mich fragen immer viele, viele Kinder oder Eltern, wann ich endlich mal ein Gym aufmache, dass ihre Kinder bei mir trainieren können, weil sie wollen alle mit mir trainieren und ja, das wird irgendwann wird es kommen. Ja. Aber jetzt noch nicht. Darf ich dann umsonst trainieren? Du nicht. Guten Tag. Also, ja, selber, bei dir? Ja, sehr hektik, aber sonst. Ja, wie immer, ja. Was ist jetzt gerade los? Oh Mann. Sagst du, ich habe ja meinen Kampf jetzt. Hallo. Kamerateam von Octagon. Ah, hi. Und ja, filmen ein bisschen heute. Gut. Gehen wir Eis essen, Kaffee trinken. Super. Ja. Und mir machst du einen Kaffee? Normale Kaffee. Normale Kaffee, ja. Wir bleiben hier. Bopfing ist eine kleine Stadt mit ca. 10.000 Einwohnern. Ich bin hier groß geworden. Und ja, lebe hier mein ganzes Leben schon und werde auch wahrscheinlich mein Leben lang hier bleiben. Das können andere machen, aber nicht ich. Hier in Bopfing kannte mich jeder und jetzt, seitdem ich in MMA so erfolgreich bin oder MMA-Sport betreibe, kennen mich die Leute dann noch mehr. Ja, gut. Wir werden jetzt erstmal zu aufwärmen, 3 Runden Pratzen machen und danach kommen wir zu einem Zirkeltraining. Ground Pound, explosiv, Schlagkraft und ja, locker ausboxen und einfach nur schwitzen für den Tag. Ja, ja, komm, 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 ja, komm, ja, komm, ja, oh. Ich bin eine real Person, ich will ganz schnell nach oben. Aber auf die Treppenweise. Ich will Treppen Step by Step. Und vor keinen fürchten. Ich will alles tun, damit ich mein Ziel erreiche. Und ich will euch einfach nur sagen, glaubt an euch, wenn ihr einen Traum habt. Weil ich habe auch an mich damals geglaubt. Und habe heute das erreicht, was ich erreichen wollte. Und stehe da, wo ich stehe. Und deswegen kann ich euch auf jeden Fall versichern, wenn ihr an euch glaubt, wenn ihr an euch dran arbeitet, wenn ihr an euch arbeitet, Disziplin habt und jeden Tag das tut, was ihr wollt, und genau dieses Ziel verfolgt, glaubt mir, erreicht alles in euer Leben. Deswegen danke an alle, die mich supporten draußen. Danke an alle, die in Oberhausen sein werden und mich da anfeuern werden. Ich werde euch stolz machen. Einiges geändert. Ich bin zu Trainingscamp bei Keita, Lozen Keita. Für mich ist er der Double Champ. Und ich habe bei ihm hart trainiert. Er hat mich unterstützt. Er hat mir eine Hand gereicht. Er hat mir sehr geholfen. Er hat mir gezeigt, was ich genau jetzt in diesem Sport brauche, weil jetzt genau ist eine andere Liga angesagt. Ich bin fokussiert, ich bin motiviert und das ist das Wichtigste. Ich will richtig Gas geben am 17.06. Jetzt nochmal richtig Gas geben die letzte Woche. Bau Hassan ist good condition and good heart and he are be strong and he so young and then and he can go more on the future. Also ich denke, Keita mag mich,
als Person auch und wir verstehen uns sehr gut. Wir passen einfach zueinander vom Kopf her. Wenn ich sogar mit denen auf Chinesisch sprechen würde, er würde mich einfach verstehen, weil einfach die Chemie passt zwischen uns. Und ich liebe diesen Jungen, weil er hat sehr, sehr, sehr gutes Herz, sehr bodenständiger Junge. Er kommt von ganz unten und hat sich hochgearbeitet. Und deswegen hat er mir auch eine Hand gereicht, weil er etwas sieht, was er in sich damals gesehen hat, aber niemand ihm die Hand gegeben hat, die der damals brauchte. Ist nicht so viel Gewicht gehabt, also kann ich ein bisschen Eis essen. Und, bisschen Eis, genau. Außerdem haben wir auch gerade viel trainiert, viel geschwitzt, also ist kein Problem. Ja, da wäre man gerne nochmal. Meine Frau ist ein sehr, sehr großer Support. Vor allem, als ich vor ein paar Jahren habe ich meinen festen Job gekündigt und dann hatte ich erstmal nicht wirklich Geld, habe wenig Geld verdient und in der Zeit hat sie mich sehr unterstützt, hat die Miete übernommen und so weiter, weil sie halt an einen Traum oder ein Ziel geglaubt hat und mich dabei immer unterstützt hat. Ah, jawohl! Ich unterstütze Alex immer sehr gerne in seiner Karriere und ich freue mich auch darüber, dass er den Sport macht, dass er einfach auch eine Leidenschaft hat, wo er richtig darin aufgeht und in dem Moment, wo er im Training ist, im Gym ist, einfach so sehr in seinem Flow-Zustand ist und alles um sich herum vergisst. Das ist sehr schön zu sehen als Partner. Ja, und ich unterstütze ihn immer gerne und zu jeder Zeit. Ah, Luki! Sport ist halt wie eine Achterbahnfahrt. Man ist sehr weit unten, wenn man verliert, und sehr weit oben, wenn man gewinnt, vor allem emotional. Und man muss sich halt aus diesem Tief, wenn man verloren hat oder verletzt ist, wieder rausarbeiten, wieder neu anfangen und an sich glauben. Und dann erreicht man auch wieder diese Höhen. Jetzt für den Kampf wünsche ich mir auf jeden Fall, dass der Alex den Titel holt und gegen den Langer gewinnt. Und auch dann im Anschluss gegen den Mimola kämpft und auch dort den Titel gewinnt.